Kaiserschnitte in Gaza finden ohne Betäubung statt. In Krankenhäusern in Gaza gibt es teils keinen Treibstoff mehr. Ich bin Franziska und Studentin der Hebammenwissenschaft und organisiert bei der linken Hochschulgruppe Waffen der Kritik und Verdi-Mitglied. Die UNFPA hat veröffentlicht, dass es aktuell 50.000 Schwangere in Gaza gibt. 5.500 davon werden noch im November gebären. Rund 150 Geburten finden jeden Tag statt. Viele dieser Geburten können nicht in einem sicheren medizinischen Kontext stattfinden. Die Schwangeren wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Die Ärzte ohne Grenzen werden von Israel nicht nach Gaza gelassen, obwohl sie helfen wollen. Es gibt kein sauberes Trinkwasser. Israel behauptet ja, die Hamas hätte Basen unter Krankenhäusern und Schulen. Aber selbst wenn, haben sie nicht das Recht, diese Krankenhäuser und Schulen zu bombardieren. Auch nicht, wenn sie das Personal und die PatientInnen vorher zur Evakuierung aufgerufen haben. Denn erstens gibt es nicht genug Generatoren, um ohne dass literally Menschen dabei sterben werden, umzuziehen. Zweitens hat Israel erwiesenermaßen Konvois angegriffen von Menschen, die vom Norden in den Süden Gazas fliehen wollten. Und drittens ist es völlig legitim, sich nicht noch mehr von seinem Land nehmen zu wollen. Menschen sind ermordet worden seit dem 7.10. Darunter 3.500 Kinder. Es gibt nicht genug Essen, weil Israel die Einfuhr fast aller Lebensmittel blockiert. Oxfam sagt, wie auch Caro schon gesagt hat, noch nie in seiner Geschichte hat es eine humanitäre Krise dieses Ausmaßes gesehen. Aber unsere Kundgebung hier wird diffamiert? What the fuck? Es findet keine legitime Selbstverteidigung statt. Es findet ein Genozid statt. Und ich als werdende Hebamme und als Feministin stelle mich gegen diesen Genozid. Interdisziplinäre ExpertInnen-Teams haben die Aufnahmen vom 17. Oktober analysiert und haben Israels Narrativ, die Hamas habe das Al-Ali-Krankenhaus selbst bombardiert, widerlegt. Mir bricht es das Herz, dass 500 Menschen getötet worden sind. Die Bombardierung eines Krankenhauses ist ein Kriegsverbrechen. Und ich möchte hier den PatientInnen, die dringend Hilfe benötigen, mein Mitgefühl aussprechen. Hierzulande können wir in gut beleuchteten und sicher ausgestatteten Einrichtungen unsere PatientInnen versorgen, komplizierte Geburten gut betreuen. Aber unsere KollegInnen in Gaza können das gerade nicht. Ich glaube nicht daran, dass das Leben einiger Menschen, in dem Fall das der PalästinenserInnen, weniger wert soll, als das sein soll, als das andere. Als Beschäftigte im Gesundheitswesen bin ich, so wie meine KollegInnen in Gaza, dem Schutz des Lebens verpflichtet. Das Ziel in Gaza wird doch komplett verfehlt. Die extreme Not und Verzweiflung schafft der Hamas nämlich eine soziale Basis. Dabei wird die Hamas an der Spitze Palästina nicht zur Befreiung führen. Ich als werdende Hebamme bin auch Mitglied der Gewerkschaft Verdi und habe mit anderen GesundheitsarbeiterInnen, die in Verdi und bei KKK Workers aktiv sind, ein Statement geschrieben, in dem Folgendes drinsteht. Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, die Blockade gegen Gaza aufzuheben, jegliche Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, medizinische und humanitäre Versorgung der Bevölkerung Gazas zu organisieren und sich gegen den Krieg zu stellen. Wir fordern die DGB-Gewerkschaften und Verdi dazu auf, Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza zu bekunden, Israels Regierung für die Blockade von Gaza und Luftangriffe inklusive der 500 Tote bei dem Angriff auf ein Krankenhaus zu verurteilen. Und wir fordern weiter die Gewerkschaft Verdi und die DGB-Gewerkschaften dazu auf, die Unterstützung der Bundesregierung des Verbrecherinnenmords Israel an der palästinensischen Bevölkerung zu verurteilen. Gegen Waffenlieferungen an Israel, Aktionen in
und Versammlungen in Betrieben zu organisieren, so wie wir es auch hier an der Uni machen wollen. Dankeschön.